Hallo und herzlich willkommen zu God Eater Resurrection, dem Finale von. Möchte man vermuten? Dich nicht verstanden? Discord hat gerade einfach gesagt, nee, das übertrage ich jetzt nicht. Oh, ja, das. Naja. Ich wollte quasi sagen, dass das hoffentlich das Finale von Stufe 3 wird. Schon wieder genau derselben Stelle. Das ist ja ein Witz. Chico, diese Waschras. Das ist nämlich Hacker. Ja, total, ne? Ja, wir vermuten, ich habe es verstanden, was Blub sagen wollte, wir vermuten, dass das das Ende der Schwierigkeit 3 wird und uns in die Schwierigkeit 4 katapultiert. Jedenfalls hoffen wir es. Es ist eine kleine Nebenbei-Mission, die wir ohne Probleme erledigen werden. Ich bin da sehr positiv eingestellt. Wieder zu dritt. Mit Kanon, die kenne ich gar nicht. Oh. Ein Quadriga. Das wird dieses Maschinending, das große. Du bist, Kanon, ne? Ja. Mission abbrechen. Nee, ich will die nicht abbrechen. Wenn ich mit Kanon rede, hieß das Mission abbrechen. Was? Warum? Ich will die nicht abbrechen. Alle in der Basis. Die habe ich auch immer gerne mitgenommen. Das ist eine gute Fernkämpferin. Mhm. Die kenne ich so gar nicht. Hab ich noch nicht. Müssen wir mal. Können wir vielleicht sie mal ist aus der zweiten Einheit. Die ist mehr so für Verteidigung. Ach, die geht nicht raus. Hm, ja, das ist okay. All God Eaters are now weapons free. Mission start. Was habt ihr denn für eine Waffe, bitte? Eine fette Gun? Eieiei. Die hört sich dann selber gerne reden, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, die hört sich selber gerne reden, ne? Wo bist du? Achso, ich warte mal auf dich. Ich war gerade looten. Ah, da ist ja Loot. Warte, ich muss looten. Ja, das muss... Kanon, wir zwei nachher, ne? Was? Soll ich euch alleine lassen? Nee. Hä, sind wir nur zu dritt? Ja. Ist das eine Story? Ja. Oh. Aber du kannst gerne mit Kanon, wenn wir Lindo wieder haben, kein Ding. Ja, natürlich. Ich habe auch keinen Bock, alleine rumzuhocken. Ist gut. Ich geh mal wie der, ja, wie ich auf der Minimap schon sehe, wie der Pfeil so njup umdreht. Und in die andere Richtung looten geht. Ne? Ach, nee. So ist er halt, der Blub. Immer die Lootnase in den Wind. Zack. Seide. Ich hätte einfach gerne mal das Item, was ich brauche, ey. Ja, ob wir das jemals zu Gesicht bekommen? Ja, unwahrscheinlich. Ich guck da mal, was es dann für neue Waffen gibt in Stufe 3. Lol. Stufe 4. Ihr seid jetzt ja ganz woanders lang gelaufen. Ja, wir sind doch hoch. Oh, wie ich erschrocken war, ne? Das Riesenvieh kommt hier um die Ecke. Ja, der ist ja auch recht groß, aber der ist eigentlich ziemlich easy. Der tut nur ja, so. Stimmt, sie ist ja mehr so für Verteidigung und kennt das Eck. Die ist eher an, ich sag mal, an der Außenwand, ne, von der Stadt sozusagen. Die verteidigt, oder? Geht diese Verteidigungseinheit überhaupt mit direkt ins Feld? Au. Alter. Der macht mich nicht. Ah. Ich bin gerade das erste Mal, wo ich sage, ich wünschte, Alicia wäre da. Da könnte ich mit der diese Kombi-Eingriffe machen. Die mit mir immer versucht hier. Das ist echt gut. Ey, ich komme nicht mal zum Angreifen. Der haut mich jedes Mal weg. Ich auch nicht. Hat der jetzt immer Skill? Das gefällt mir nicht. Mist. Der ist immer weg. Ah, ich muss mich hier. Ja, ich bin dabei. Kanon schießt es doch nicht. Die schießt doch schon. Schneller. Mehr. Ich würde einfach gerne mal oben nicht treffen. Das ist hier. Au. Tolle Rolle bringt recht wenig. Warte mal, kann ich mit Kanon auch Kombi-Angriffe machen? Ich teste jetzt. Hier, guck mal. Hast du es gesehen? Sein Bauch ist offen. Ach, dann schießt er da raus. Sag mir, du hast das gar nicht gesehen. Nee. Er sucht schon wieder Essen. Der geht da oben rein, oder was? Wie der
läuft. Das sieht, das ist so schräg, das Vieh. Kollege, hör auf damit. Danke. Origami is activating. Stay on your toes. Ich snap mal rein. Au. Meine Güte. Der ist nervig gerade, oder? Täuscht es? Wie ist er mir? Jetzt wird der Kampf richtig nervig. Übrigens, erinnerst du dich noch, dass ich mal erzählt habe wegen Merchandise und den Armreif hier? Der ist ausverkauft, ne? Echt? Ja. Ja, der ist ausverkauft. Ich ärgere mich schon mega. Da gibt's noch mehr da gibt's noch mehr Bekloppte, die den Gedanken haben. Das gibt's doch nicht. Stirb doch bitte. Machst du was? Wenn ich die Waffe draußen hab und renne, dann rechte Maustaste. Aha, kurz okay. Drücken. Dann mache ich so Spezial-Moves. Oh, was war das gerade? Ach, das war die. Jedes Mal, wenn ich angreife, kickt der mich weg. Naja, ich heal mich ja schon. Meine Güte. Bitte. Bitte, danke. Königsrüstung, Königsstahl. 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 So, oben habe ich gelootet. Hier habe ich auch nichts. Ist hier noch irgendwas? Habe ich schon. Ja, hier, so? Nee, jetzt geht's nicht. Was? Wieso geht das jetzt nicht? Nee, hä? Jetzt geht das nicht. Jetzt hast du mir eine Teamkugel gegeben. Was hab ich jetzt gemacht? Das war Versehen. Hast du gesehen? Was? Alter! Ich hab gerade mit ihr. Ich hab mit ihr gerade geteamt. Also ein Team. Angriff okay. Vollführt. Voll gut. Die gibt mir manchmal extra Bonuskugeln. Aber die sind so riesig. Voll gut. Materialbelohnung. Ich muss sagen. Also ja, du hast recht. Kanon ist. Kann man mitnehmen. Die ist gut. Die unterstützt echt gut. Ja. Oh, jetzt. Das stimmt. Oh, guck mal. Hello? Sorry, it's me. I know it's late. I don't want to bother you. It's all right. I just wasn't expecting anyone. Don't just stand out there. Come in. Pardon the intrusion. Are you feeling well? Fine. Now. I truly am sorry to make you all worry. I'm getting better. I can see it. You've got strength inside. Not at all. I only survive on borrowed strength from you all. That's sweet of you to say. It'll certainly make Coda happy to hear. Perhaps. I was looking into that doctor, the one who came over from Russia, Ogoruma. Just when I discovered his records, he was transferred away from the Far East. I sought him out. The last word I had put him heading north. Then the report came down. En route, he was attacked. Killed by an Origami. No. That poor man, it's just... Something seems wrong. It's too strange. Sakuya. I want to help you. Please, let me help you search. Let me do at least that. Even if it's just to atone for what... I need to do something, Sakuya. Alyssa, don't cry. There's nothing to atone for. You don't have to be involved in this. I know there's something going on. I just know it. I guess it's too late, though. You're already involved by your very nature. All right, so Linda left me a note. The only thing is, I haven't been able to open it. It's driving me mad. I'm sure
I'm positive that the only way to get inside and breed it is with his armlet. Do you think you could help me find it? Of course. It's funny. Only Lindo could keep me running in circles, even when he's gone. Gore nie more, vi pieste dno. What? Grief is not an ocean, but a bottle that can be drained. It's a proverb from back home. I heard it when I was very young. Hmm. Not an ocean. I think you're right, Alyssa. You're very right. Ich wusste gar nicht, dass diese runde Notiz Handygeräusche macht. Entschuldigung. Also, das ist echt modern. Also ja, total, ne? Was mir persönlich gerade aufgefallen ist. Das Erste, was mir lustigerweise ins Auge stach. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Erstens. Ich glaube nicht. Erstens. Kein Mädel würde ihre BHs und ihre Slips auf einem Drehteil an die Decke hängen, über ihrem Bett. Das macht keinen Sinn. Zweitens. Frau Sakuya trägt weder ein BH, noch trägt die ein Höschen. Da können wir drauf wetten. Das macht überhaupt keinen Sinn, was da war. Entschuldigung, das ist mir, das da ist mir aufgefallen. Da kann ich aufgrund des Geschlechts nicht so ganz mitreden, aber ich... Nein! Da hängt doch niemand an dem Training übers Bett. Was? Warum? Muss das gelüftet werden? Ich will gar keine Details wissen. Sorry, aber das macht doch keiner. Ich habe eine Eliminierungsmission für einen Sariel. Kennst du das? Was? Ein Sariel, ein starkes fliegendes Aragami. Mit deiner Erfahrung klappt das sicher. Stufe 4. Das ist ein Einzigota und ein Sariel. Das fliegt, ne? Vielleicht ist es ja das. Wir mit sind Alicia bei Schwierigkeit 4 angekommen, sehr gut. Die Nacht wird lustig. Missionsannahme bestätigt. Viel Erfolg. Oha. Kennst du das Vieh? Sariel? Sagt mir bisher noch nichts. Vielleicht, wenn ich sehe. Na gut. Who the heck calls a meeting out of the blue like this? I was marathoning some Bugarelli. I don't know, Coda. Maybe if you asked a helpful question every once in a while, you'd get an answer. So, Sakuya, any idea what's going on? I haven't heard a word. It's a little strange that they'd need all of us, though. Maybe it's some big mission coming up. Thank you all for coming on such short notice. The administration and top brass have made an appointment to your squad. Upon the completion of today's operation, you will be appointed as captain of the Far East Branch's first unit with full honors. As the new leader of this unit, I'm proud to say that I'm depending on your talent. Whoa, what? That's awesome! It's better than awesome! It's awesome! I can't believe it! There's a word for this, isn't there? Like a coup, right? I'm pretty sure that's not what you mean, Coda. I was proud to call you comrade. Now I'm proud to serve under you. Isn't this wonderful? Sakuya? Huh? Oh, yes. Truly well-deserved. I'm happy. Wow, Captain, huh? Weren't you my little student not too long ago? I promise I'll always have your back, and I know you'll watch ours. Congratulations. Let's not get ahead of ourselves. As I said, there is the small matter of today's mission before any promotions are finalized. The squad leader is gifted with many privileges befitting their rank. This is true. But with such honors come an immense burden of responsibility. Oh, not just over yourself, as a god eater. The lives of your squadron are completely in your hands. Keep them safe. Your orders haven't changed. Slay Aragami, succeed in your missions, and most of all, return home safely. Now then, this battle will not win itself. Good luck, God Eaters. Alles klar. Habe ich das eben übrigens richtig verstanden? Dieser Doktor ist tot. Habe ich auch so verstanden. Ist das der Doktor, den wir jetzt kennen, tot? Oder der Doktor, den sie eigentlich kannte, tot und jemand hat seinen Platz eingenommen?
und gibt sich als der Doktor aus. Ich hab's jetzt nicht richtig, wie sie es verstanden haben sollen. Das weiß ich nicht. Aber weißt du, wie ich es meine, ne? Dass das gar nicht der Doktor ist, den sie kannte eigentlich. Dahin ist ein fliegender Zygote. Was ist das für ein Ding, was wir jetzt hier kennen müssen? Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall ein neuer. Mit etwas Glück, wenn er fliegt, vielleicht habe ich ja Glück. Ich habe schon den Zygoten gesehen, der ist hier irgendwo. Weicheisen. Jetzt ist der fliegende Zygote auch weg. Toll. Erstmal einmal ringsrumlaufen, alles looten. Nektar. Da ist der Zygote. Ich sehe nur den Zygoten. Hey, hier ist gar nichts anderes. Oh, hier ist ja noch was. Ich bin vorbeigelaufen. Oh Gott. Wie schrecklich. Ich wollte es gerade schon sagen. Öl. Wieso ist hier bloß ein Zygote? Wo ist das andere Teil? Vielleicht in der Mitte? Mhm. Es wird doch nicht angezeigt auf der Map. Dann kommt er vielleicht erst. Ja, wahrscheinlich, wenn wir den besiegt haben, ne? Bitte, 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 Zygote. Komm schon, komm schon, komm schon. Da hinten im Casting Lutschers blitzen sehen. Säuregewehrlauf! Ich. Detektor! Ich nice. Hab es! Ich hab es! Säuregewehrlauf! Er hat's mir gerade gegeben, der Zygote hier! Ha, na du Kleiner! Ich danke dir. Du bist zwar tot, aber ich danke dir. Wow, das war groß. Was war groß? Ich sehe den Zygoten, der Zygote ist hier hinten. Was ist denn groß? Jedenfalls hat der Zygote mir gerade den Säuregewehrlauf gegeben. Ich bin so happy. Ich mag diesen Zygoten. Ich werde eine Freundschaftsanfrage schicken bei Facebook. So. Oh, hast du was Großes gesehen? Oh, da hinten ist was. Was ist das? Komischerweise. Oh, jetzt habe ich auch einen Säuregewehr bekommen. Warum jetzt auf einmal? Was bist du denn da? Ja, hallo. Ist der? Ein Käfer hier hinten in der Ecke. Was Lol. Bist du denn? Ich beiß mal rein. Oh. Es fliegt. Wow. Ich hab grad irgendwo bei den 60 abgezogen. 60 abgezogen. Oh. Ich habe, was zum Henker ist das? Ich habe später mit Alicia. Alicia und ich harmonieren echt gut hier in Fernkampfsachen. Das ist echt mega gut. So. Ich mach dem viel nix an Schaden. Ja, ich ohne. Ich hatte aber gerade irgendwo eine Stelle getroffen durch Zufall mit Fernkampf, wo. Die hat irgendwie. Ah! Was ist das für Angriffe, bitte? Und. Sag doch bitte mal eine Stelle, wo man dich treffen kann. Das gibt's dann im Auge? Das ist diese Weiterentwicklung vom Zygoten. Meinst du? Ist das jetzt? Die sieht ja komplett Alter. Anders aus. Aber der Kopf, also. Ich bin auch schon vergiftet, ne? Das ist super. Hätte wechseln sollen auf Elektro wieder. Denkst du? Oh, bei diesen gelben Dingern, glaube ich. Boah, ja, die Special-Dinger sind mega gut gerade. Ich krieg hier eine Special nach der anderen gerade. Mega gut. Au. Das bringt nichts, wie ich das mache. Hm? Was hast du gemacht? Ja? Ist das ein Schild? Ja, der macht mega Schaden. Ah! Was denn? Weißt du, was man zielen muss? Wie komme ich aus dem Zoom wieder raus? Kuh. Wie komme ich aus dem Zoom wieder raus? Kuh. Also? Glaube ich, oder nochmal drücken oder so, ne? Den kriegen wir dauernd, komm. Ja.
Au. Die ist sehr gegen Fernkampf anfällig, kann das sein? Ja, ich heb mich doch schon. Wie die immer herrutscht. Warum? Hast du jetzt ihre Schwachstelle eigentlich gefunden schon? Nee. Hier, nimm das. Nimm das. Machst du das? Ich harmoniere gerade immer wieder mit Alissa. Mega gut. Sie gibt mir ständig Spezialzeugs. Irgendwie. Hallo, nö. Komm jetzt nicht, was willst du noch haben? Ich brauch Muni, aua. Boah. Jetzt habe ich gerade wieder mehr Schaden gemacht. Ich weiß nicht, ob das. Es gibt Phasen, wo die so anfällig ist oder was? Ich glaube, wenn der am Boden ist, ist der sehr anfällig. Hm. Jetzt zum Beispiel. Nee. So, wow. Hä? Achso, das war Alicia. Ich dachte, das kommt auf mich zugerannt. Das sind gelben Dinger nur so. Keine Ahnung. Dumm. Komm, eins am anderen hier. Zang. Noch eins. Nee, also Muni alle. Wo bist du anfällig? Wo bist du anfällig? Sorry. Und er hält ja ganz schön viel aus, ne? Oh, das erste Mal, dass er am Boden liegt. Hinterkopf. Hinterkopf? Wie soll ich da hinkommen? Da habe ich gerade richtig viel Schaden. Wie soll ich da hinkommen? Ich hab den nicht mal. So komme ich nicht. Alter. Ich hab wieder eine Kombi. Da ist er, okay. Muss ich die weggehen dazu? Boden. Und drei. Oh, Entschuldigung. Wie hält die aus? Gibt's doch nicht. Oh ja, komm mal zu mir. Mann, die hält zu viel aus. Wir machen der halt viel zu wenig Schaden. Ja, aber warum? Es ist halt die Frage, weil die so hoch fliegt. Ich kann ja nicht die treffen. Au. Komm her. Wo ist denn die hin? Ah. Ja, irgendwie der Hinterkopf, ne? Das war ein guter Treffer.
Ist gleich mal so eine schlechte Idee, was Kota hier gemacht hat. Was denn? Von hier oben angreifen. Nimmst du Feuer? Über 5 Watt Schaden. Nimmst du Feuer? Hallo, ich muss mal. Jetzt. Ich wünschte, die könnten verbrennen oder sowas. Auch so ein Verbrennungsschaden irgendwie. Bitte. Geh doch mal down. Oh, danke. Oh. Das Ding war deftig. Göttinnen-Toxin, Göttinnen-Fieber, Göttinnen-Flied, Fieber, Flieder, oder sowas. Huh. Die hat so viel Leben gehabt. Ja, das Problem war, also die einzige Stelle, die ich ausmachen konnte, war der Hinter. Hm. Kam ich nicht an. Ich auch nicht. Ich hab dann immer wieder. Erst als Kota mich auf die Idee gebracht hat, von hier oben quasi an den Hinterkopf ranzuschauen. Ja. Da habe ich hier richtig viel Schaden gemacht. Von hier oben und dann. Ich hab die ganze Zeit, ich habe sehr Fernkampf gerade nur gemacht. Ich hab mit Alicia immer wieder diese Kombis gehabt. Alicia hängt jetzt nur in der Gegend rum. So, ich habe. Oh, was? Was denn jetzt? Fähigkeiten, Wechsel, was? Was? Verlassenen. Was? Du hast einen verlassenen Gottark gefunden. Er lässt sich nicht ausrüsten aus den Fähigkeiten. Kannst du dich auf einen anderen Gottark. Wir können Gottarks finden? Bereich herstellen, im Menüpunkt Fähigkeiten installieren. What? Wir sind der Schwierigkeit 4 oder höher. Erhältst du 3 verlassene Gottarks. Die Fähigkeiten und der. What? Das muss ich entscheiden. Flugsprung. Flugsprung. Das Flugsprung-Ding. Ist gerade nichts Gutes, aber. Was? Ich habe ja eine Sache mit Level 6, aber das ist der Schild. Ist das der von Alicia? Aber den benutze ich nie. Ich nehme mal das hier. Ich gucke jetzt mal. Jetzt kann ich aber eine neue Waffe craften. Endlich. Yes. Mission went off without a hitch. Excellent. I expected no less. Allow me to commend you on your performance so far. Congratulations on your promotion. Truly, you have done all of us a great service, and I expect it will continue. Now, let us speak. As a captain, you have new duties and new authority. You will be granted a number of bonuses. I suppose you could call them the prize due your new position. The first is private quarters, Lindo's to be exact. When you next log into the terminal, you will find your status has been updated to correlate with your new position. Data that was previously heavily censored or off limits will now be open to your perusal. As we have opted to share this information with you, I hope you will understand its importance. Clearance is not granted to just anyone. This is our, rather Fenrir's, mark of trust. Do not take it lightly. I know you shall not betray our faith. You've better judgment than that. In addition to this, of course, you will find new duties as well. Aside from serving as a combat leader, you will also overtake all of Lindo's unique and special assignments. But we'll leave those for another day. You are surely exhausted from your operation. We are proud to call you a captain, a leader. Dismissed. Ich kann den nicht ab. Der ist auch ein Sack. Ja, da krieg so Brechreiz, wenn ich den sehe. Das ist ganz schlimm. was war das jetzt? Warte mal, was war das jetzt mit Jägerstil? Oh, hier kann man wirklich seinen Stiltyp auswählen. Hast du schon gemacht? Der Händler hat neue Waren. Ja. Du? Bestimmt ganz Glück? Toll. Hast du schon gemacht? Was? Dein Jägerstil ausgewählt. Wie mache ich denn das? Beim Terminal, wenn du auf Ausrüsten gehst, dann hast du das weiter unten. Oh. Jägerstil. Flink. Achso, jetzt kann ich sagen, okay, bei Flink will ich jetzt einen anderen Typ haben quasi. Okay. Aufladen. Der Drache. Typ 2.
6 Horn, Stahlklaue, Sturm, Heftigzahn. Hm. Oh Gott, jetzt wird es doch richtig kompliziert hier, oder was? Aber was mache ich jetzt genau? Wenn ich jetzt halt, wenn wir jetzt einfach so reinsnacken in den am Boden, einfach so, ne, mit Shift gedrückt, das könntest du jetzt quasi ändern. Zum Beispiel flink, das ist ja das, nehme ich jetzt mal an. Ja. Jetzt könntest du sagen, passiert irgendwas anderes. Okay. Testen wir das mal. Nehme ich jetzt mal an, so verstehe ich es gerade. So. Und jetzt? Jetzt kann ich herstellen. Fähigkeiten installieren. Schusswaffe. Du kannst die Fähigkeiten aus verlassenen Gott-Arcs in deinen Okay, ich versuche mal das. Ich tue jetzt erstmal gucken, wegen herstellen. Können wir jetzt neues Zeug herstellen schon? Es gibt Rang 4er Zeugs. Oh, was haben wir hier denn? Fähigkeiten installieren? Ach, das ist das mit diesen Gott-Arcs. Mhm. Es gibt Rang 4 Zeug, ne? Mhm. Oh, schön. Okay, was haben wir hier? Okay, wie kann ich hier jetzt? Das ist natürlich nice. Ich könnte mir eine Rang 4 Katan, eine Rang 4 Sense machen. Die Frage ist, soll ich das tun? Oh, die macht ja mega, aber ich habe keinen extra Schaden. Ah, sehr gut. Ich habe gerade meine Elektroketten, sodass sie bei mein Leben wieder ein bisschen. Das ist natürlich sehr praktisch. Cool. Ich gucke jetzt mal ganz kurz weiter. So, Werkzeugstab. Primatenschweif plus Agami-Knochen. Kann ich das nicht craften? Das Zeugs? Werkzeugstab findet man auf der Map Sunken Grid ab Schwierigkeit 4 laut meiner Liste. Ja, ich mach erstmal die neue Stufe 3 Waffe. Die hat Frost und Funken. Also Elektrizität. Boah, also durch Mundfasching. Elektrizität und Frost. Das ist ja ganz geil eigentlich. Hä? Ich hab doch schon eine Drachenkanone und einen Frostkristall bekommen. Wieso wird mir das hier nicht angezeigt? Und Frost-Ogereis habe ich auch schon einige. Wieso? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich schwöre. Hallo? Schiebung! Das ist ja wohl. Das habe ich alles schon gesammelt. Das wird doch reklamieren, ne? Das habe ich auch schon gesammelt, die Feuer-Oger-Sachen. Das ist ja wohl. Hier klaut jemand. Drachengewehr war das, nicht Drachenkanone. Ja. Ich will es nicht auch irgendwie herstellen. Kannst du sehen lassen, denke ich. Hier sollte ich mal nochmal gucken. Oh, fertig. Aha. Aus 5 Sensoren kann ich einen Detektor machen. Okay. Hm.
Ich glaube, ich kann mir erstmal noch nichts Neues machen, tatsächlich. Ich kann mir von diesen Aufwertungen eine Aufwertung machen. Zeigt mir die verbleibende LP von Aragami an. Dann sehe ich, wie viel Leben die haben. Das ist natürlich nice. Okay, das mache ich. Das mache ich. Dann kann ich sagen, wie viel die noch haben. Oh, das ist ja mega gut. Aufwerten könnte ich auch mal noch was, ne? Das vergesse ich immer wieder. Hier ausrüsten. Was wird das? Ich mach mal, ich habe jetzt weniger Leben. Ich gehe ein bisschen vielleicht mehr auf Fernkampf in Zukunft. Aber ich kann jetzt sehen, wie viel Leben die Aragami noch haben. Das ist, denke ich, super. Das ist sicherlich gut. Praktisch. Ich denke, ich bleibe erstmal bei meiner Ausrüstung. Ich auch. Und die Folge ist zu Ende. In der Tat. Würde ich sagen. Dann, Herr Blub, walten Sie Ihres Amtes. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Für vier. Bis zur nächsten Folge. Okay. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.